Bewegung als Therapie, Schmerztherapie und Neuropathien. Danke wiederum für eine Einladung. Vieles wird Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie schon öfters hier gesessen sind. Es ist aber dennoch wichtig. Sie haben gehört, ich bin physikalischer Mediziner, Rehabilitationsmediziner und das ist nicht sehr häufig, dass wir das auf die Homepage der Medizinischen Universität Wien schaffen, das ist links oben. Das haben wir deswegen geschafft, weil wir jetzt 15 Jahre eine onkologische Rehabilitationsambulanz betreiben und 4 Jahre ein Tumorboard für onkologische Rehabilitation. Rechts unten sehen Sie einen Film, den ich mir angesehen habe und der 3 sehr berührende Patientenschicksale, nämlich positiv berührende, mit aufgezeichnet hat bei der körperlichen Bewegung, wo 3 also Patienten, Patientinnen die Sportausübung zum Bewältigen ihrer Krebserkrankung dargestellt haben. Dort steht wirklich die Patientin, der Patient im Mittelpunkt. Sie können sich das bei Servus TV, glaube ich, runterladen. Es gibt immer so On-Demand-Geschichten oder DVD-Geschichten. Die Frau Mandl hat schon von Ressourcen gesprochen, diese Ressourcen, und wir sind heute im Vorfeld draufgekommen, wir haben sehr ähnliche Ressourcen, Pflücker, wenn man so will. Sie ist eine Zwillingsoma und ich bin ein Zwillingsvater, die uns zumindest in Bewegung bringen und die diese Ressource körperliche Funktionsfähigkeit bei uns ein bisschen wecken, weil wir denen halt immer hinten nachlaufen müssen. Meine sind schon ein bisschen schneller, die sind 3 Jahre alt jetzt knapp. Da muss man schon in alle Richtungen flott sein. Die physikalische Medizin greift auch an den Ressourcen an und versucht nicht in erster Linie nur den Patienten, die Patientin als Diagnose oder Symptom zu sehen, sondern wie gesamt in der Medizin ressourcenstärkend. Das Problem Schmerz, Bewegung ist einfach so, wenn jemand Schmerzen hat, unabhängig jetzt von der Grunderkrankung, bewegt er sich nicht gern, weil wenn ich mich bewege, tut es weh. Je mehr mich bewegt, desto mehr tut es weh. Gleichzeitig haben viele Patientinnen und Patienten, die Schmerzen haben, eine Grunderkrankung und notwendige Therapien, die ihnen das Überleben sichern, die gleichzeitig zur vermehrten Müdigkeit, zur Schwäche und führen, was wiederum zum Muskelabbau führt. Und wenn der Muskelabbau wird, dann habe ich gleich wieder mehr Schmerzen und eine vermehrte Gefahr, weiter immobilisiert zu werden. Das ist ein Teufelskreis, ein negativer Selbstläufer, wenn man so will. Schmerzen bei onkologischen Patienten sind häufig sogenannte tumorassoziierte Schmerzen, dann Schmerzen bei paraneoplastischen, also der Krebserkrankung oder der onkologischen Erkrankung, parallel verlaufenden oder knapp vorher verlaufenden Erkrankungen, Schmerzen infolge Begleiterkrankungen. Häufig ist ja eine onkologische Erkrankung eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Praktisch jeder hat da Arthrose-Schmerz, also degenerative Abnutzungserscheinungen und Schmerzen und. Und der 4. Punkt, Schmerz als Folge der Dekonditionierung durch Muskelatrophie und Myopenie vor dem 65. Lebensjahr, danach spricht man von Sarkopenie, oder Präkachexie und Kachexie. Wenn Sie weniger Muskelmasse haben und sich ins Bett legen, kriegen Sie früher Schmerzen, als wenn Sie mehr Muskelmasse haben. Und so ist es eben auch bei der Bewegung. Und Schmerzen durch Nebenwirkungen sehr häufig notwendiger Medikamente. Gleich auf die Polyneuropathie einzugehen. Die Polyneuropathie quält, weil sie einen quälenden Schmerz, sehr häufig durch Brenndysästhesien, einen Brennschmerz, der schwer zu beschreiben ist, nach sich zieht, der interessanterweise am Tage meistens nicht so stark ist wie in der Nacht, weil am Tag, der wird auch zentral interpretiert, wenn man so will, bewertet, der Schmerz, hat man oft Dinge, die einen noch abhalten, daran zu denken, sich vermehrt damit auseinanderzusetzen und man hat andere Aufgaben, man muss funktionieren. Sobald man im Bett liegt, kommt der Schmerz täglich, damit quälend und manchmal werden die Beine dann auch unruhig. Man kriegt sowas wie, manche sagen dazu Restless-Leg-Syndrom. Man möchte im Bett davonrennen und so weiter. Das ist sehr unangenehm, weil dann schlaft man nicht gut, womit man am nächsten Tag wieder müde wird und auch da wieder führt es zu vermehrter Tagesmüdigkeit und. Die Polyneuropathie führt aber auch zur Ungeschicklichkeit. Das hat jetzt nichts mit dem Schmerz zu tun, da sind auch andere Fasern betroffen, aber Ungeschicklichkeit führt auch wiederum dazu, dass man sich weniger bewegt und damit dekonditioniert, weil wenn ich ungeschickt bin, drohe ich zu fallen, zu stürzen und dann tue ich mir weh. Deswegen ziehen sich häufig diese Patienten zurück und sind daher in ihrer Teilhabe eingeschränkt. Hier haben Sie es auf gescheit. Die Schmerzen, die Sie bei der Polyneuropathie haben, sind ganz unten bei diesen sogenannten C-Fibers, C-Fasern. Das sind diese Schmerzen, die wir versuchen mit unseren Modalitäten anzugehen, aber auch mit Medikamenten. Da helfen üblicherweise nicht diese Medikamente, die Sie rein gegen Arthrose einnehmen. Da nimmt man Medikamente aus der Gruppe der Co-Analgetika, Antidepressiva oder Antikonvulsiva, die auch viele nicht gerne nehmen, weil sie einerseits dick machen können und andererseits ein bisschen damisch machen können, die aber dann die wirklich bestwirksamen Medikamente sind. Und oben die Delta-Fasern,
Das sind die, die für die Geschicklichkeit zuständig sind. Und Geschicklichkeit können Sie nur üben, üben an labilen Geräten. Es ist recht komplex, von der Schmerzentstehung bis zur Schmerzverarbeitung, Modulation und zur Schmerzbewertung zentral, die in unterschiedlichen Facetten passiert. Es ist eine schwierige Geschichte. Es gibt eigene Schmerzmediziner, das sind nicht nur die Anästhesiologen und Anästhesisten. Es gibt auch interdisziplinäre Schmerzmediziner. Ich bin Algesiologe. Es ist komplex, man kann vieles darstellen, aber letzten Endes ist für den Patienten recht interessant, was wirkt und nicht, was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen können. Aber es ist sehr wichtig, dass wir diese Wissenschaft betreiben und auch wiederum durch den Staat gefördert betreiben können, dass wir bessere Dinge für sie finden, um sie besser zu behandeln. Hier sehen Sie schon recht komplex, ein ähnlicher Polyneuropathie-Schmerz wie beim Diabetes mellitus. Sie haben es eben bei Nebenwirkungsschmerz durch entsprechende Medikamente. Da sehen Sie, unter anderem, wenn Sie da Pregabalin oder Gabapentin sehen, das sind Antikonvulsiva, aber Sie sehen auch entsprechende Antidepressiva und Medikamente, die an verschiedensten Stellen in dieses komplexe System eingreifen und die natürlich subtil eingesetzt werden müssen. Skis, der Stein der Weisen, noch nicht gefunden, ist recht eine komplexe Geschichte. Die physikalische Medizin ersetzt hier nicht die Medikation, auf gar keinen Fall, sondern ist ein guter Partner. Hier haben Sie verschiedene Modalitäten, eine Hochtontherapie, eine Lichttherapie, ein Zellenbad und eine Stoßwellentherapie. Auf Näheres werde ich gleich darauf eingehen. Die Bewegung, in die Sie gesetzt werden sollen durch eine Schmerzlinderung, sollen Sie dann in einer Rehabilitation, die einerseits durch krankengymnastische Maßnahmen, insbesondere der medizinischen Trainingstherapie, durch diätologische Maßnahmen, ernährungstherapeutische Maßnahmen, da kommt dann ein Vortrag, und durch psycho- und onkologische Interventionen gesichert werden soll. Das Wichtigste jeglicher Rehabilitation sind aber Schulungsmaßnahmen. Die Information der Patientin, des Patienten und ihrer Angehöriger ist das Allerwichtigste, um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu sichern. Weil die Patienten das ja nicht nur 3 Wochen oder ein paar Wochen durchführen sollen, sondern ganzjährig und lebenslang beibehalten sollen. Und wenn sie das zu Hause umsetzen können, wenn sie es wirklich schaffen, das ist nämlich eine Challenge, dann sind sie gleich Multiplikatoren für den Rest der Familie und ihre Freunde. Rehabilitation ist mittlerweile Schulmedizin geworden, darauf sind wir recht stolz. Es wird auch entsprechend immer wieder dargestellt. Es wird im Studium gelehrt und geprüft, heuer zum zweiten Mal mündliche Prüfung beim sogenannten OSCE, den wir an der MUW durchführen, um internationalen Kriterien zu genügen, wie man richtig um Rehabilitation ansucht. Das ist nämlich auch manchmal ein Kreuz. Das war damals ein Kreuz, wie die onkologische Rehabilitation Fuß gefasst hat, dass wir als Ärztinnen und Ärzte das ja gar nie gelernt haben. Unsere neuen Studierenden müssen oder dürfen das lernen und werden auch in Richtung Rehabilitation, wie suche ich da richtig an, wer ist die richtige Patientin, wer ist der richtige Patient, der in ein Reha-Zentrum gehört, dass sie das richtig machen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, damit wir in anderen Bereichen genug Geld haben, macht es keinen Sinn, jeden auf eine Rehabilitation zu schicken. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch eine richtige Medizin, führt auch zu Kosteneinsparungen, sodass das Geld dann in die richtige Richtung triagiert wird. Wir haben ein Tumorboard, das wissen Sie schon, ich habe es angesprochen, jetzt schon seit 4 Jahren, wo nicht die Tumorbehandlung, sondern die Rehabilitation geplant wird. Und das sind unsere Patienten. Den Ironman, den Sie hier sehen, den 59-jährigen Prostatakarzinom, Patienten Stadium 4, den sehen Sie auch in dem Film, wenn Sie sich das auf Servus TV anschauen, der ist dort dargestellt in seiner Lebensgeschichte und ich glaube ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr ist er begleitet worden während seines Trainings, wiederum für einen Ironman. Höchst interessant. Lance Armstrong kennen Sie sowieso und das andere ist eine Elektrostimulation bei Patienten, die aktiv noch nicht so trainieren können. Was ich Ihnen sagen kann, und diese Literatur kenne ich ganz gut, ist, es wird zwar jetzt immer öfters propagiert, es gibt irgendwelche Gurus, die mit allen möglichen Patienten durch den Wald, durch die Parks laufen wollen, die sagen, sie haben in dem Fall den Stein der Weisen. Es gibt keine einzig richtige Dosierung und es gibt auch gleichzeitig umgekehrt keine generell gültigen Pauschalempfehlungen. Wir trainieren mit unseren Patientinnen und Patienten derart, dass wir die gleichen Gesetze, die wir mit anderen Patienten, also die gleichen Gesetze der Trainingslehre anwenden, die wir zum Beispiel auf Herzpatientinnen und Patienten, auf Lungenpatientinnen und Patienten oder auf Schmerzpatienten anlegen, auch für unsere onkologischen Patienten. Und wir hatten noch nie ein Adverse Event. Und ich kann Ihnen sagen, das AKH hat zwar 2200 Betten, das bedeutet, in 1790 Betten liegt laufend jemand drinnen. Sehr viele dieser Patienten haben auch eine onkologische Erkrankung und seitdem ich dort bin, hat es in diesen 15, 16 Jahren, wo ich jetzt dort bin, 2 pathologische Frakturen gegeben und wir betreuen auch alle Stationen. Und das waren Frakturen, wo die Patienten zwischen den Physiotherapien gestürzt sind. Also wenn man es richtig macht,
ist das auch nicht gefährlich. Wir haben vor 15 Jahren angefangen, Frauen unter adjuvanter Chemotherapie, also während ihrer Chemotherapie, zu trainieren. Wir haben dann in weiterer Folge Knochenmetastasierte zum ersten Mal publiziert, immerhin 150% Leistungsfähigkeit, und sind draufgekommen, ist fast jeder zu trainieren. Wenn Sie hier raufschauen, sieht man aber, man muss doch aufpassen. Das war ein Herr der war sicher so 1,90, Anzug, immer fesch. Sein Sohn sagt zu mir, das war ein Psychologe, du, mein Papa hat, glaube ich, ein bisschen eine Herzneurose, eine Herzphobie. Das sind Leute, die nicht wirklich organisch was haben, aber die halt das Gefühl haben, dass sie pausenlos einen Herzinfarkt kriegen. Und dieser Patient ist zu mir gekommen. Er hat zwei onkologische Erkrankungen gehabt und war ein Nierentransplantationspatient. Das hat man im Außen nicht vorgesehen. Und wenn schon der Sohn, der Psychologe, der sagt, du, der hat was, denkst du, naja gut, der wird ein bisschen halt Angst haben. Wir haben ihn zweimal ein 24-Stunden-EKG machen lassen. Wir haben ihn echokardiografiert, es ist nichts aufgefallen. Und hier hat eine Salve mit 8 Extraschläge sind es, während des Trainings gehabt bei 40 Watt. Wenn Sie 40 Watt Belastung haben, kommen Sie nicht in den zweiten Stock zu Fuß. Also das heißt, der ist praktisch nicht angefordert gewesen. Also, und das hat uns gesagt, der Patient, die Patientin hat immer recht, das ist einmal ganz was Wichtiges. Und dass man nicht einfach Patienten so ins Fitnessstudio ungeschaut laufen lassen soll. Es ist nicht nur meistens nicht besonders cool für die Patienten, weil mit einer Krebserkrankung schaut man meistens in diesem Moment, wo man es frisch hat, nicht viel besser aus. Und in einem Fitnessstudio ist meistens auf Schönheit abgesehen, sondern es ist auch fahrlässig. Es geht hier nicht um Leistungsfähigkeit allein, es geht insbesondere um die klinische Belastbarkeit, und das gehört zumindest zu Beginn ärztlich supervidiert. Es gibt keine Geheimrezepte, keine Alleingänge von selbsternannten Experten. Es gehört immer interdisziplinär mit dem zuweisenden onkologisch tätigen Arzt, meistens ihrem Onkologen, ihrer Onkologin, abgestimmt. Manchmal braucht man einen Kardiologen dazu, und es gibt niemals eine Ausschaltung der Primärbehandler. Das ist das, was mir so wehtut. Genau in diesem Bereich gedeihen jetzt viele Gurus, die gerne die Schulmedizin draußen haben wollen, ein bisschen Geld verdienen wollen und sagen, lassen wir das, das belastet sie ja nur, und wir machen das schon. Wir empfehlen flottes Gehen oder Nordic Walken und empfehlen natürlich auch Krafttraining, auch bei Knochenmetastasen, wenn man es richtig macht, und bei kardiovaskulären Risikofaktoren Kraftausdauertraining. Wer nicht aktiv trainieren darf, das sind meistens Patientinnen und Patienten mit einer sehr schwerwiegenden Herzerkrankung, kann Elektro stimulieren, deswegen sitzt der her, oder Patienten, die nicht so lange mittun können bei einer Physiotherapie wie die Dame im Bett. Man kann auch Knochen- und Hirnmetastasierte Patienten trainieren. Das war eine 48-jährige Patientin, die Knochen- und Hirnmetastasiert war und wieder arbeiten gehen wollte. Die hatte ihre Ressourcen letzten Endes am Arbeitsplatz, das war ihr soziales Umfeld, und ist wieder arbeiten gegangen, nachdem sie stimuliert wurde. Und man kann Biofeedback-unterstütztes Training machen, wo man eben an einem Schirm lernt, wie man richtig trainiert. Auch die Biofeedback-Gesellschaft, die zuerst angesprochen wurde, ist jetzt schon 25 Jahre alt, und ein bisschen kann ich es auch auf meine Fahnen heften, dass ich das Biofeedback aus einer halb esoterischen Ecke sehr in die Schulmedizin rücken konnte. Es ist mittlerweile Lehrfach auch an der MedUni Wien, und wir haben ganz tolle Biofeedback-Therapeutinnen an unserer Abteilung, wo man eben dieser Patient, das ist ein multiples Myelom-Patient, der wird immer wieder bei Ihnen vorgestellt, trainieren kann, was man tun soll. Und wo man auch sieht, das darf ich ja nicht tun, weil es gefährdet, wie bei dem Herrn, meine Wirbelsäule. Und da könnte ich einen Querschnitt machen. Das war unser erster Tumorabortpatient vor über 4 Jahren. Der hat mittlerweile ein aktives Muskelkorsett und steht mitten im Leben, hat, glaube ich, 3 Bücher inzwischen fertig geschrieben. Der hat am Schirm gelernt, den haben wir nicht ins Osteoporose-Turnen geschickt, wie er zugeschickt wurde von den Anästhesisten, sondern der hat am Schirm mittels EMG, assistierter Physiotherapie, in dem Fall Biofeedback, gelernt, welche Muskeln muss ich anspannen und welche darf ich auf gar keinen Fall anspannen. Mit diesem Wissen hat er dann ohne Schirm trainiert, das muss man auch immer dazu sagen. Es braucht nicht jeder einen Computer. Onkologische Patienten haben auch oft Schmerzsyndrome, Migräne, Spannung, Kopfschmerz, haben irrsinnig viele Menschen. Onkologische Patienten nehmen meistens nicht gern zusätzlich Medikamente. Auch hier ist Biofeedback eine Methode der Wahl. Man muss nur dazu sagen, es gibt über 200 Kopfschmerzsyndrome. Das muss zuerst von einer Neurologin oder von einem Neurologen als dieses Schmerzsyndrom klassifiziert werden. Gleich gilt für Zervikalsyndrom, Dorsalgie, Lumbo, Iskalgie und Lumbalgie, also Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kreuzschmerzen. Da ist natürlich vorher ein Statement vom Orthopäden oder vom physikalischen Mediziner wichtig. Man kann Biofeedback auch einsetzen zur prä- oder postoperativen Atemschulung.
zur Schmerzbekämpfung, abgesehen von der WHO-Leiter und von den Co-Analgetikern, insbesondere Antidepressiven und Antikonvulsiven, also Antiepileptikern, gibt es von der physikalischen Seite, gerade bei der Polyneuropathie, das galvanische Zellenbad. Hier ist zu beachten, dass Sie hier im elektrischen Feld kein Metall haben dürfen. Dann ist das zumindest empirisch sehr wichtig. Es gibt die Hochtontherapie, da dürfen Sie Metallimplantate haben, Sie dürfen aber keine elektronischen Implantate haben. Der Vorteil dessen, das können Sie in einem physikalischen Institut machen, der Vorteil dessen, das können Sie bei Metallimplantat machen, aber es kostet Sie 150 Euro im Monat Selbstbehalt, und wer 150 oder ich glaube jetzt schon 165 hat, das hat ja keiner von unseren Patienten, weil die Patienten werden üblicherweise nicht reicher, sondern haben mehr Auslagen, wenn sie eine Erkrankung haben. Was eine sehr günstige Variante ist, und da setzen wir sehr häufig jetzt ein, ist niederfrequente Stents. Die meisten von Ihnen kennen transkutane elektrische Nervenstimulation, wahrscheinlich hochfrequent geschalten. Das wirkt so übers Hinterhorn nach dieser Gate-Control-Theory. Das Niederfrequente geht genau diese C-Fasern an, die ich Ihnen gesagt habe, die für diesen quälenden Schmerz zuständig sind. Und das kann man Ihnen rezeptieren. Nach drei Rezepturen gehört Ihnen das Gerät, und das können Sie bis zu 24 Stunden anlegen. Was auch ganz was Tolles ist, was wir häufig rezeptieren, sind Kohlensäurebäder. Ich habe kein besseres Bild in der Kürze gefunden. Das sind Tabletten, die Sie da mit einem Pool vermischen. Da können Sie in ein Labor gehen, die Füße reinhalten oder auch die Hände und oder die Hände reinhalten. Das dürfen Sie auch bei elektronischen Implantaten machen oder bei Metallimplantaten. Das kriegen Sie in der Apotheke, zahlt die Krankenkasse nicht, aber kostet wirklich nicht viel. Was sehr häufig wichtig ist, wenn ein Patient einen Fersensporn oder Ähnliches hat, dass man dann forciertere physikalische Modalitäten wie hier die Stoßwelle einsetzt. Weil es ist ganz nett, wenn man sagt, Training, Bewegung hilft Ihnen, dass Sie eine bessere Lebensqualität haben, dass Sie stärker werden, dass Sie ausdauernder werden, dass Sie mehr Glücksgefühl erleben. Manche sagen auch, bei manchen Tumorerkrankungen scheint es zu sein, dass das Überleben sogar besser wird. Das wird sich aber erst durch hochwertige Studien, die sehr schwierig durchzuführen sind, das muss erst belegt werden oder gesichert werden, aber es scheint so zu sein. Aber sagen Sie mal wem, der einen Fersensporn hat, der sehr schwere Schmerzen bei jedem Tritt auftritt, gehen Sie ein bisschen laufen oder gehen Sie flott durch den Park. Da muss das natürlich vorher behandelt werden. Es gibt auch andere Modalitäten wie hier, diese Rotlichttherapie aus dem sichtbaren Bereich nahe Infrarot. Sie sehen also, Schmerzbekämpfung vor der Mobilisation, so ähnlich wie beim Rückenschmerz, und das möglichst rasch, weil sonst dekonditionieren Sie weiter. Was auch immer ganz wichtig ist, das Mittun der Patienten. Beim Mittun wird immer ganz schnell, heute in Zeiten der Krise, Eigenverantwortung gefordert. Es ist auch ganz schön, wenn die Patienten Eigenverantwortung übernehmen. Sie müssen es eh machen, weil nach einem dreiwöchigen Aufenthalt in einem Reha-Zentrum oder wenn Sie es irgendwo lernen, müssen Sie es ja ganzjährig und lebenslang selbst machen. So, diese Eigenverantwortung ist bei denen, die wollen, eh da, und die es schaffen, das in ihren täglichen Ablauf zu integrieren. Also die Motivation ist da, Möglichkeiten müssen geschaffen werden. Wir haben eine Outdoor-Gruppe, die von einem Kollegen von Ihnen ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile ist das eine Smoothie-Gruppe geworden. Die Frau Ierser hat Smoothies eh da. Mein Sohn hat sie hertragen dürfen, aber das sind diese Ringe. Nur muss man auch immer überlegen, für welche Patienten das geeignet sind. Für Kinder sind sie aus meiner Sicht nicht geeignet. Aber es wird ganz gut angenommen. Die Gruppe funktioniert, aber man muss bei unserer Gruppe dazu sagen, sämtliche Patientinnen und Patienten, die in dieser Gruppe sind, kenne ich, weil es Patienten von uns sind. Und das würde ich auch jedem sagen, der sich einer anderen Gruppe anschließt. Schauen Sie immer, dass Sie eine entsprechende medizinische Supervision auch haben. Also rehabilitative Maßnahmen, physikalische Modalitäten und Maßnahmen, die Sie analgesieren, also Ihre Schmerzen lindern können, mobilisieren, also Sie in Bewegung bringen, rekonditionieren, also Sie aufpäppeln können, sind ganz, ganz was Wesentliches. Das können Sie im Rahmen stationärer Reha-Aufenthalte, wie Sie es hier noch einmal sehen, aber auch ambulant erfahren. Ich denke, wir sind da am richtigen Weg. Ich hoffe, ich bin auch im Zeitmanagement einigermaßen am richtigen Weg und stehe im Bedarfsfall für Fragen zur Verfügung.